Im Bozer Hotel Laurin wurde heute der Eishockey Continental Cup vorgestellt. Dieser Europapokal-Wettbewerb für Clubmannschaften feiert heuer seine 20. Auflage. Und Italienmeister Ritten organisiert an diesem Wochenende einen der beiden Halbfinalkreise, an dem auch die Meister von Weißrussland, Kasachstan und Polen teilnehmen. Der Sieger und die zweitplatzierte Mannschaft des Ritterturniers steigen ins Superfinal auf, das Mitte Jänner ausgetragen wird. Ritten nimmt heuer zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte am Continental Cup teil. Vor 2 Jahren verpassten die Buben ganz knapp den Aufstieg ins Finale. Entscheidend war die 1:2 Niederlage im Penaltyschießen gegen Bremerhaven. Heuer soll es endlich klappen. Ja, das Ziel ist schon weiterzukommen. Ich glaube, wir haben eine Mannschaft gemacht, wo wir eine Möglichkeit und eine Chance haben. So hoffen wir halt. Es ist natürlich auch sehr schwer, unsere Gegner einzuschätzen, weil man nicht so weiß. Aber ich gehe davon aus, dass Weißrussland sicherlich eine Top-Mannschaft hat. Die Kasachen ebenso. Und die Polen waren voriges Jahr auch im Finale unter die besten 4. Und deswegen haben wir sicher ganz, ganz starke Gegner. Und ich glaube, es werden interessante Eishockeyspiele. Die Mannschaft wurde eigens für dieses Turnier verstärkt. 3 neue kanadische Spieler wurden verpflichtet. Der ehemalige Stanley Cup-Sieger Jason Williams, Mittelstürmer Jared Gomes und Verteidiger Brett Cole. Für ihn ist es eine Rückkehr nach Klobenstein, denn schon im Vorjahr trug er wesentlich zum Gewinn des Italienmeistertitels bei. Wir haben dann doch die 2 Leute, die 2 Stürmer geholt, Ex-NHL-Spieler oder AHL-Spieler, und die sich natürlich da auch zeigen wollen, dass sie natürlich für uns oder auch eventuell für andere Mannschaften empfehlen können. Und wir sind schon überzeugt, dass wir da ganz gut einen guten Griff gemacht haben. Und dazu noch mit dem Brett Cole, der ja schon bei uns war und der drüben immer trainiert hat. Und bei ihm habe ich keine Zweifel, dass er seine Leistung bringt. Das Turnier in Klobenstein beginnt am Freitag mit den ersten beiden Begegnungen. Bereits um 16 Uhr stehen sich die Weißrussen und Kasachen gegenüber. Ritten trifft um 20 Uhr auf die Polen aus Tichy. Am Wochenende findet dann das erste Match um 15 Uhr statt. Ritten spielt immer um 19 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 12 €. Angeboten wird auch ein reichhaltiges Rahmenprogramm.